Hallo und willkommen zurück zu einem kurzen Video hier auf meinem Kanal. Bei bestem Wetter melde ich mich heute hier wieder mit der Consolidated Outland Nomad, die jetzt neu ihren Weg ins Spiel gefunden hat. Ein etwas besseres Einsteigerschiff, sage ich jetzt mal. Mit 24 SCU bietet sie natürlich deutlich mehr Lagerplatz als zum Beispiel die Aurora oder die Avenger Titan. Und vom Design her muss ich sagen, erinnert die mich doch etwas sehr an die ASP Explorer aus Elite Dangerous. Was ich jetzt gar nicht schlimm finde, das war durchaus eins meiner Lieblingsschiffe, kann ich nicht anders sagen. Was mir besonders gut gefällt, ist hier eben das Fahrwerk, das zwar offiziell ausgefahren ist, aber trotzdem schwebt man hier noch in der Luft, also man hovert hier über dem Boden, finde ich ganz, ganz toll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mir die jetzt wirklich zulegen soll, so als Upgrade von meiner 315B, weil die finde ich auch sehr schick, aber der zusätzliche Lagerplatz, der reizt mich natürlich schon. Aber jetzt kommt ja wirklich der interessante Teil. Kriegen wir hier hinten auf die Ladefläche ein Grey Cat Rock? Das ist sicherlich nicht uninteressant für so einige. Ja, noch einmal kurz Visier sauber machen. Und dazu fahren wir doch jetzt erstmal hier den Laderaum aus. Mal gucken, ob das jetzt so klappt. Klappt ja alles nicht immer so. Ist ja schließlich noch eine Alpha, streng genommen. Ja, guck mal. Kommen wir hier gleich hoch. Ja, das müsste eigentlich klappen, weil manchmal ist das Ding ja etwas sehr wählerisch, was Kanten angeht. Und also momentan ist ja sowieso die Free-Flight-Woche oder Wochen. Deswegen kann ich mir dieses schöne Schiffchen auch mal eben hier ausleihen und testen, wie das alles so funktioniert. Ob ich da jetzt ein Freund von werde oder nicht. Anfangs, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich die gar nicht so richtig toll. Weil innen drin ist jetzt ein bisschen nicht ganz so schick, aber so von außen her, ja, das gefällt mir doch alles einigermaßen gut. Achso, Motor an. Und ich denke mir, damit wir überhaupt hier aus den Dingen rauskommen, ist es mehr als sinnvoll, hier rückwärts einzuparken. So, und jetzt kommt natürlich wieder die größte Herausforderung. Drehen wir die Kamera mal eben ein bisschen, dass ich das hier auch besser sehen kann. Pfiffig. Ich möchte mich jetzt dazu nicht äußern, was hier jetzt gerade passiert ist. So, mal sehen, dass wir hier rückwärts... Hä, ist das Problem? Ich muss jetzt ein bisschen umdenken, was rückwärtsfahren angeht. Sollte das jetzt hier mehrere Stunden oder Tage in Anspruch nehmen, werde ich das Video entsprechend bearbeiten und zurück. Warte. So. Wie rum müssen wir jetzt? Rückwärts fahren ist natürlich immer so ein bisschen tricky. Ja, aber gefühlt würde ich mal sagen, wir sind drin. Das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus. Also, Motor aus. Genau. Einmal aussteigen, bitte. Und jetzt kommen wir zum wirklich interessanten Teil. Was passiert, wenn wir die Laderampe schließen? Spannung, Spannung, Spannung. Noch einmal Visier sauber machen. Guck, also generell passt das schon ganz gut. Das heißt, kann ich hier vorne den Einstieg, kann ich doch, glaube ich, auch noch schließen, oder? Close Door, genau. Damit da jetzt alles im grünen Bereich ist. So. Also, Tür zu, Rampe zu. Jetzt geht das wieder los. So, und gucken. Ja, passt. Okay, passt nicht so ganz. Also, ich bin mal skeptisch, ob das so gedacht war. Na, kommt da wieder raus? So, komm jetzt, wo er gerade schon so schick da hinten drin klemmt, anders kann ich es nicht sagen. Also ich denke mal, der Grey Cat Rock ist nicht zwingend dafür gedacht, dass wir ihn hiermit transportieren. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, der eigentlich wirklich schade ist. Warte, wir machen nochmal hier Cargo Bay auf. Okay. Ja. Komme ich jetzt hier durch? Natürlich nicht. Komme ich jetzt hier wieder in den
Dingens, ja gut, ich käme jetzt hier rein, aber ich will das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, aber jetzt zeige ich euch mal eben das Problem des Ganzen, das wir haben, wenn man jetzt hier vorwärts reinfahren würde. Wenn man jetzt wirklich so nah dran fährt, dass man nicht mehr rauskommt. So, hier ist auch ein bisschen, gut, den Innenraum finde ich jetzt hier nicht so richtig toll. Mein gut, hier geht es jetzt ins Cockpit. So, aber hier hinten ist doch Cargo Bay, ne? Oder? Nein. Das ist definitiv. Mal sehen, hier ist die. So, Close Cargo Bay. Und das ist das Problem. Wir kommen hier nicht durch. Man kann hier also maximal durchgucken, aber mehr auch eben nicht. Ihr könntet also jetzt nicht, wenn ihr mit dem Grey Cat hier zum Beispiel vorwärts reinfährt oder wenn da Ladung ist, könntet ihr jetzt nicht einfach an der Ladung vorbei, wie es bei anderen Schiffen ist, wie zum Beispiel auch bei der Titan ist, dass man noch am Rand vorbeigeht und dann ins Innere des Schiffs kommt, sondern man kann nur von hier aus die Cargo Bay wieder schließen, was natürlich jetzt mit dem Grey Cat da drauf eine ganz tolle Idee ist. Aber es geht ja nur ums Prinzip, dass wir einmal gucken können. Und wie gesagt, ihr kommt hier leider nicht durch. Hier steht zwar Cargo Access, aber das ist so ein, ich will nicht sagen gelogen, aber eben nicht so sehr Access, dass man da jetzt wirklich durchgehen könnte. Aber hier guck mal doch, das finde ich persönlich sehr, sehr schick. Die Leiter, wie die hier so auf und zu klappt, finde ich echt schick gelöst. Gut, jetzt liegt der Grey Cat hier so ein bisschen auf der Seite. Ist wahrscheinlich müde, muss eine Runde pennen. Aber er ist wenigstens nicht kaputt, wie mir das auch schon mal bei anderen Gelegenheiten, bei anderen Schiffen so passiert ist, wenn ich mal was ausprobiert habe, wo er dann wirklich mal zermanscht irgendwo drin lag oder draußen auf dem Boden. Ja, also wie gesagt, generell Nomad sehr schick. Ich überlege mir das nochmal. Man hat ja noch ein paar Tage Zeit, bis hier Free Flight vorbei ist. Und jetzt gucken wir, jetzt können wir das hier nochmal kurz einmal gegenchecken, dass man eben leider wirklich nicht von hier draußen hier reinkommt. Und ich weiß noch gar nicht, kann ich jetzt von hier aus die Cargo Bay zumachen? Kann ich. So, nur noch mal als Vorführeffekt. Und ihr seht, hier kommen wir leider nicht durch, auch wenn es vielleicht, wenn man den Bauch einziehen würde, möglich wäre. So, ist das Video doch wieder 2 Minuten länger geworden, als ich eigentlich dachte, aber gut, ich gucke dem Grey Cat hier noch ein bisschen beim Schlafen zu. Vielleicht wecke ich ihn auch gleich nochmal auf. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt wieder auf die Räder gestellt kriege. Ich bedanke mich soweit für eure Aufmerksamkeit. Ich lasse euch nochmal meinen Rev-Link in der Videobeschreibung da. Dann könnt ihr bei Star Citizen, wenn ihr euch das Paket holt, mit etwas mehr Credits starten. Gut, ich bedanke mich wie gesagt für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao.